ISA 12. Hier ISA 12. Fahren Sie zur Christiniusstraße 10. Hilferuf aus dem zweiten Stock. ISA 12 fährt. Richtig. Peterstraße. Ein grüner PKW, Kennzeichen Augsburg, hat einen Lichtmast gestreift und ist weitergefahren. Fahrer steht unter dem Verdacht der Trunkenheit. Hinterer Kotflügel ist beschädigt. ISA 3 verstanden. Hast du den Urlaub schon gekriegt, einmal? Logisch. Was mit deiner Frau wieder in die Dolomiten da bei Meeren? Wenn ich das wüsste. Ja, wieso? Hast du den du noch gar nicht angemeldet? Ich weiß nicht, also dieses Jahr ist der Wurm drin. Ich hab gespart und gespart, aber das reicht nicht hinten und nicht vorn. Wenn ich nächsten Monat nicht meine Beförderung kriege, du, dann ist Sappenduster. Okay, warum sollst du das denn nicht kriegen? Dienstzeitmäßig bist du dran. Den letzten Kurs hast du auch gut bestanden. Was kann da nur passieren? Ich hab schon Pferde kotzen sehen. Beim Heißmann haben sie auch verschoben. Ja, der Heißmann ist ein ganz anderer Fall als wir bei dir. Wenn du dran bist, na, bist dran. Aber das sag ich dir, da gibst du für einen aus. Nicht, dass du deine Gehaltsaufbesserung einsteckst und mit deiner Alten da in die Berg verschwindest. Muss ich mir noch überlegen. Was? Ob's deine Alte mitnimmst, oder was? Das auch. Alter Preis. Na, jedenfalls freue ich mich auf Meeren. Auf die Kletterei. Vergangenen Jahr, da habe ich 3.000-4.000er gemacht. Und deine Frau? Na, die natürlich nicht. Die bleibt auf der Alm und studiert, wie die Löcher in Käse kommen. Nee, ich finde eine demokratische Ehe. Bei uns kann jeder machen, was er will. Seit wann? ISA 12. Hier ISA 12. Fahren Sie zum Bräustüberl Ulrikusstraße. Schlägerei mit Betrunkenen. ISA 12 verstanden. Ulrikusstraße, Bräustüberl. Richtig. Rest bleibt nur am Gerät. Ist gut. Gehen Sie bitte weiter. Ja, da kommen Sie viel zu spät, Herr Wachtmeister. Die haben wir schon überwältigt. Jetzt sitzen Sie in der Küche. Das haben wir alles alleine. Und in Selbsthilfe abgewickelt. Friedrich, die Polizei ist da. Grüß Gott. Was ist denn da vorgefallen? Besoffen sind sie halt, aber nicht bei mir, die sind schon so angekommen. Ich habe ihnen gesagt, dass ich keinen Alkohol mehr ausschenke für die beiden. Dann haben sie halt randaliert, na ja. Eingesperrt haben wir es halt. Ich lasse mich doch meine Gäste nicht belästigen. Hören Sie sich das mal an. Ja, ja. Ihren Kartoffelsalat bringen Sie lieber in Sicherheit. Gott. Richtig, er hat angefangen. Ihre Ausweise bitte. Braucht nur die Polizei zu kommen und schon sind Sie so klein. So klein? Wer hat Sie denn zur Raison gebracht? Weißt was, jetzt gibst du mir einen doppelten Cognac auf den Schreck. Und dir schenkst du auch einen ein. Ich komm sofort. Also eure Personalien wollt ihr nicht angeben, da seid ihr vorläufig festgenommen. Komm, ist nicht wahr, er hat angefangen. Giuro io che non sono stata io. Lui è stato, parole mio d'onore. Dico io ultima cosa. So kriegt er ihn nie. Falsch. Falsch. Ganz falsch. Sie machen einen Fall darauf aufmerksam, dass Sie Ihre Lage verschlechtern, wenn Sie nicht freiwillig einsteigen. Was Sie da machen, ist ein krasser Widerstand.
Von hinten muss er ihn nehmen, in die Schere. Ja, so. Ach was, durchdrücken muss er ihn, durchdrücken. Kennen Sie das besser? Na, freilich. Ach was, das hat er wieder durchrutschen lassen. In die Schere, jetzt in die Schere. Sind Sie ein Schneider? Schauen Sie sich doch das an. So was will bei der Polizei sein. So was würde bei uns im Verein die ganze Zeit auf der Matte liegen. Im Verein sind Sie auch? Da ja. Haben Sie noch nie was von Judo gehört. Na ja, gehört schon, aber ich habe mir gedacht, dass das ein Sport ist. Und nicht der Zeitvertreib für Renommierer. Das möchte ich doch wissen, wer hier renommiert. Mit denen sind wir ja schon fertig geworden, bevor die Polizei kam. Wenn Sie so gut können, warum helfen Sie denn nicht? Also ab, Mann! Ich hab das Gefühl, ohne Sie wäre das auch gegangen. Ärger gegeben? Ach was. Das Übliche. Eine Prügelei. Hast du dich verletzt? Nee, verletzt nicht, aber ich glaube, ich hab mal der Hand verstaucht. Naja. Ist alles im Gehalt mit drin. Naja, nur ärgere dich mal nicht, Herbert. Wir haben ja bald Urlaub. Schön wär's. Na, komm her, Bimbo. Na, komm her. Geld, du weißt Bescheid. Ja, das ist ein Hundeleben, ne? Servus, Dammel. Hast du was da mal? Ihr seid doch dabei gewesen. Wo dabei? Ach, bei der Schlägerei vor der Kneipe. Vor welcher Kneipe? Damals vor 3 Wochen die beiden Randalierer. Mhm. Ja und? Die Staatsanwaltschaft hat mich bestellt. Gegen mich läuft eine Anzeige. Wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Von den Randalierern? Ach, Quatsch. Von irgendjemandem von der Straße. Wurmser heißt er. Ja, was hast du mit dem? Ach, der behauptet Latt. Ich hätte ihn geschlagen, als er mir helfen wollte. Das hätte ich ja gesehen, wenn es so wäre. Na, hättest du es mal gesehen, dann hätte ich wenigstens Zeugen, dass er mich angefasst hat. Naja, wird sich herausstellen. Ich möchte wissen, wie. Mensch, du, wenn ich jetzt keinen auftreibe, der es gesehen hat. Ja, meinst du, die Sache geht weiter? Na, der gibt doch keine Ruhe. Das ist doch ein Stänker. Der behauptet doch glatt, Mensch. Naja, jetzt reg dich nicht auf, Dammel. Und meine Beförderung? Hä? Das ist natürlich eine Sauerei. Wenn das weitergeht, dann wird das nichts, bis das geklärt ist. Mensch, als wenn ich das geahnt hätte. An dem Tag war der Wurm drin, von Anfang an. Dass ich aber auch nichts gesehen habe. Ich kann mich schon erinnern, dass du gesagt hast, da war einer. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was du da geredet hast. Naja, ist wenigstens was, wenn es zum Prozess kommt. Glaubst du wirklich, es kommt zu einem richtigen Prozess? Hast du eine Ahnung, was einem hier alles passieren kann? Naja, lerne ich auch mal den Gerichtssaal von der Anklagebank her kennen.
Die Sitzung ist eröffnet. Gegenstand der Verhandlung ist eine Anklage wegen Körperverletzung im Amt in Tateinheit mit Sachbeschädigung. Angeklagt ist der Polizeihauptwachtmeister Herbert Dambrowski. Folgende Zeugen sind geladen. Johannes Wurmser. Wurmser. Friedrich Steinmetz, Polizeimeister Alois Huber, Josephine Bertel und Paul Kreikemeier. Ich bitte die Zeugen vorzutreten. Ich mache die Zeugen darauf aufmerksam, dass sie ihre Aussagen nach bestem Wissen und Gewissen vorzubringen haben. Nichts verschweigen und nichts hinzufügen dürfen. Die Zeugen können unter Eid genommen werden. Jetzt bitte ich Sie draußen zu warten. Herr Herbert Dambrowski, Sie sind am 24.06.1923 in Berlin geboren. Jawohl. Seit dem 1.04.48 im Polizeidienst und seit dem 26.09.54 im Funkstreifeneinsatz. Jawohl. Sie kennen die Anklage. Nun schildern Sie uns mal die Vorgänge in jener Nacht, in der es zwischen Ihnen und dem Herrn Wurmser zu der Auseinandersetzung gekommen ist. Es kam überhaupt zu keiner Auseinandersetzung. Moment, Herr Dambrowski. Ich war gerade dabei, einen der beiden Randalierer in den Funkstreifenwagen zu befördern, als ein Straßenpassant versuchte, mir ein Bein wegzuziehen. In der Annahme, er wolle mich behindern, habe ich ihn beiseite gestoßen. Das ist alles. Ja, Herr Dambrowski, wenn dem so wäre, dann würden Sie ja heute nicht hier stehen. Der Herr Wurmser, der hat eine andere Darstellung des Falles gegeben und die Zeugen leider auch. Was haben Sie dazu zu sagen? Das ist mir unverständlich. Aber ich bleibe bei der Aussage, die ich vor der Staatsanwaltschaft gemacht habe. Der Zeuge Wurmser, bitte. Der Zeuge Wurmser, bitte. Johannes Wurmser, geboren am 4.8.1908. Nicht verwandt und nicht verschwägert mit dem Angeklagten? Nicht verwandt und nicht verschwägert. Nein, Herr Rat. Nun erzählen Sie uns mal von der Nacht zwischen 28. Februar auf 1. März. Ja, ich saß also im Bräustüberl und trank ein Bier. Und wie ich so da sitze, da ging auf einmal die Tür auf und die beiden kamen herein. Die Funkstreife? Nein, die beiden Randalierer. Ach so. Ja, und sie fingen natürlich gleich an zu stänken, weil der Wirt ihnen nichts mehr zu trinken geben wollte. Und wie der eine aus meinem Glas hatte trinken wollen, das habe ich mir natürlich sofort verbeten. Natürlich. Wie bitte? Ich habe gesagt, natürlich. Natürlich. Na, und dann kam es natürlich zu der Schlägerei. Ich habe dem Wirt natürlich, ich wollte sagen, ich habe es als meine Pflicht aufgefasst, dem Wirt zu helfen. Na, und wie dann der eine Randalierer versucht hat, ein Glas zu werfen, da bin ich sofort dazwischen und habe ihn mir gekauft. Gekauft? Ich wollte sagen, ich habe ihn in die Schere genommen. So, ja, verstehen Sie, von der Seiten her. Die Schlägerei, das war aber nun bevor die Polizei gekommen ist. Das ist aber sehr wichtig, Herr Rat, weil ja ich derjenige war, der der Polizei geholfen hat. Na, und dann hinterher. Hinterher. Jetzt kommen wir mal zu dem Hinterher. Das ist es nämlich, was uns interessiert. Das Hinterher? Na ja, die beiden Randalierer, die wir eingesperrt hatten, ich, der Wirt und noch ein paar Gäste, die wurden dann von den Polizisten abgeführt. Und auf der Straße, da kam es dann wieder zu einer Schlägerei. Zwischen wem? Ja, zwischen den Polizisten und den Randalierern. Das erzählen Sie uns jetzt mal ganz genau. Ja, also, ich stand dabei, das heißt, einen Schritt weg. Na, und der Randalierer, der wo aus meinem Bier hat trinken wollen, der hat mich dann plötzlich gepackt. Gepackt hat er sie? Ja, wieso ist er denn da dazugekommen? Das weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich, weil ich ihn nicht aus meinem Glas hab trinken lassen wollen. Ja. Na, da kam der andere Polizist und hat den Randalierer weggezogen. Und dann, der Polizist da, der Angeklagte, kam dann zurück und hat mich angeschrien. Ja, was hat er denn geschrien? Ja, das weiß ich nicht. Er war wütend. Wahrscheinlich, weil er mit dem Randalierer allein nicht fertig geworden ist. Na, ich wollte mich umdrehen und wollte weggehen. Aber da hat er mich auf einmal gepackt und dann hat er zugeschlagen. Was? Einfach zugeschlagen? Oder zugestoßen. Jedenfalls so, dass ich gestürzt bin. Wahrscheinlich hat er auch noch mit dem Fuß nachgetreten. Jedenfalls war meine Brille kaputt und die Stirn war aufgeplatzt. Na, ich bin dann gleich zum Arzt gegangen und der hat eine Gehirnerschütterung festgestellt. Ja, das medizinische Gutachten von Dr. Fiermann liegt vor. Es lautet im Ergebnis Platzwunde auf der oberen rechten Stirnhälfte, Gehirnerschütterung. Herr Dambrowski, was sagen Sie dazu?
Die Aussage des Zeugen entspricht nicht der Wahrheit. Er hat versucht, mich in einer Amtshandlung zu behindern, indem er mich festhielt. Ich habe ihn dabei zurückgestoßen. Na, das kennt man ja. Die Polizei hat natürlich immer recht. Herr Wurmser, ich muss Sie bitten, nur zu sprechen, wenn Sie gefragt werden. Außerdem wird das Gericht feststellen, wem hier Recht und wem Unrecht geschehen ist. Jawohl, Herr Rat. Es ist mir nur so herausgerutscht. Herr Dombrowski, Sie haben gesagt, der Zeuge habe Sie in einer Amtshandlung behindert. Jawohl. Ja, haben Sie eine Verwarnung ausgesprochen oder den Zeugen unter Strafe genommen, wie es die Dienstvorschrift vorsieht? Ich kam ja nicht dazu. Ja, aber zurückgestoßen haben Sie ihn. Jawohl, das habe ich. Er hat mich ja schließlich gestört. Ich hatte doch mit dem Randalierer zu tun. Ja, haben Sie ihn vielleicht nicht doch in der Erregung angegriffen? Ich meine, so wie er es darstellt. Nein. Die anderen Zeugen haben aber die Darstellung des Herrn Wurmser bestätigt. Was sagen Sie dazu? Das ist mir unverständlich. Ja, Mira. Irgendwelche Fragen an den Zeugen, Herr Staatsanwalt? Herr Verteidiger? Ja. Herr Wurmser, Sie sagen, Sie haben an dem Abend getrunken. Ja, selbstverständlich. Können Sie sich erinnern, wie viel Sie getrunken haben? Na, vielleicht zwei oder drei halbe. Das können auch vier gewesen sein. Genau, können Sie das nicht sagen? Nein. Ich stelle also fest, dass Sie sich nicht mehr genau erinnern können, wie viel Sie getrunken haben. Aber die Vorgänge stehen Ihnen noch ganz klar im Gedächtnis. Auf der Straße, meine ich. Ja, selbstverständlich. Sowas vergisst man doch nie. Sind Sie nicht Buchhalter? Jawohl. Und Sie führen auch die Bücher im Sportverein? Ja, seit einem Jahr. Aber früher war ich aktiv. Danke. Das genügt. Der Zeuge Steinmetz, bitte. Herr Wurmser, Sie können sich setzen. Wir brauchen Sie dann noch. Ihre Aussage wird später unter Eid genommen. Jetzt bitte. Herr Steinmetz, nicht verwandeln, ich verschwäge mit dem Angeklagten. Nein. Ihre Aussage, die Sie von der Staatsanwaltschaft gemacht haben, erhalten Sie aufrecht? Jawohl. Sie haben also gesehen, wie der Polizist Herbert Dabrowski auf Herrn Wurmser eingeschlagen hat, ohne Warnung und ohne selbst bedroht zu sein? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ja, bitte, Sie haben doch hier ein Protokoll unterzeichnet. Ich habe gesagt, dass es so war. Er hat ja auch eine Beule auf der Stirn gehabt, einen so großen Pinkel, so groß. Herr Steinmetz, wo sind Sie denn eigentlich gestanden, wie das mit Herrn Wurmser passiert ist? Davon steht nämlich leider nichts im Protokoll. Wo? Wo soll ich denn gestanden haben? An der Theke? Ja, wieso denn an der Theke? Ich stehe immer an der Theke. Ja, ich meine jetzt, wie das auf der Straße mit Herrn Wurmser passiert ist. Sie waren doch dabei. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass es so war. Der Wurmser hat es ja hinterher erzählt. Und ich bin auch dazu gekommen, wie er mit der kaputten Brille auf der Straße gestanden ist und mit dem Pinkel auf dem Kopf. Noch Fragen an die Zeugen? Nein. Ich möchte noch was sagen, Herr Richter. Ja? Ich habe es ja gleich gesagt. Damals auf der Polizei habe ich es gleich gesagt. Sowas kann ja mal vorkommen. Ich persönlich finde es ja nicht so schlimm, so eine kaputte Brille und den Pinkel auf dem Kopf. Ich hätte die Aussage verweigert, wenn mir der Wurmser nicht so leid getan hätte. Denn das ist ja nur ein Schmarrn, das Ganze. Herr Steinmetz, der Hauptwachtmeister Dombrowski steht hier immerhin unter der Anklage der Körperverletzung im Amt. Das wird mit Gefängnis bestraft. Das ist also kein Schmarrn. Herr Steinmetz, setzen Sie ihn wieder hin. Herr Polizeimeister Huber, bitte. Polizeimeister Huber, 46 Jahre alt, verheiratet, nicht verwandt und nicht verschwägert mit dem Angeklagten. Herr Huber, Sie haben an dem fraglichen nächtlichen Polizeieinsatz teilgenommen. Jawohl, aber zur Sache selbst kann ich nichts aussagen, weil ich zusammen mit Resch alle Hände voll zu tun hatte, um den anderen Randalierer in den Wagen zu verbringen. Ich möchte aber eine Erklärung abgeben, wenn das Gericht erlaubt. Bitte. Ich kenne den Herbert Dombrowski jetzt seit 5 Jahren und ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich gegen die Dienstvorschriften vergangen hat oder so handeln konnte, wie es der Herr Wurmser darstellt. Es ist vielleicht möglich, dass er den Wurmser etwas heftiger zurückgestoßen hat. Aber die meisten haben ja gar keine Vorstellung, wie schwer es oft für uns ist, die Vorschriften so einzuhalten, wie es am Papier steht. Also wenn ich in eine Schlägerei verwickelt bin und jemand stört mich in meiner Amtshandlung, dann werde ich halt Deutsch mit ihm reden und keine große Geschichte draus machen. Und so wird es wohl auch gewesen sein. Der Herr Wurmser, der sollte mal eine Woche lang mit uns einen Einsatz fahren und sich mal ansehen, was da alles passiert und was alles vorkommt. Also leicht ist das bestimmt nicht. Ich möchte eine Aussage machen. Wer sind denn Sie? Paul Ebermüller. Ich war in der Nacht dabei. Ich hab's genau gesehen. Na ja, und dann habe ich in der Zeitung gelesen, dass die Verhandlung über den Polizisten sein soll. Ja, es ist genau so gewesen, als wie es der Polizist da gesagt hat. Und der Wurmser da, der hat renommiert. Da
dass er das ein Schmarrn findet, wie die Polizei das anpacken tut, dann ist er dazwischen gegangen. Na ja, dann hat er einen geschmiert gekriegt. Das ist alles. Ein Renommierer ist der Herr, ein Großkopfer da. Aber ich hab das gleich gesehen. Na ja, wir haben doch alle ewig gelacht. Können Sie das unter Eid bezeugen? Freilich, das nehme ich auf meinen Eid. Gut, ich vernehme Sie dann zu Ihrer Person. Hohes Gericht. Herr Staatsanwalt? Ich glaube, wir können auf den Zeugen verzichten und die Beweisaufnahme abschließen. Schon während der Ermittlungen sind mir Zweifel an der Richtigkeit der Aussagen des Herrn Wurmser sowie des Zeugen Steinmetz gekommen. Sämtliche Zeugen scheinen mit Herrn Wurmser befreundet und deshalb nicht unbeeinflusst zu sein. Wenn ich trotzdem Anklage erhoben habe, dann nur, weil der Angeklagte in seiner Stellung als Polizist und Rechtswahrer exponiert ist und demzufolge unter den strengsten Maßstäben zu betrachten war. Ja. Herr Verteidiger? Einverstanden. Wir kommen dann zu den Anträgen. Herr Staatsanwalt? Ich bitte das Gericht, den Angeklagten freizusprechen und die Kosten der Staatskasse zur Last zu legen. Es bleibt Herrn Dambrowski vorbehalten, eine Zivilklage gegen Herrn Wurmser wegen Verleumdung anzustrengen. Die Staatsanwaltschaft wird ihrerseits das Verhalten des Herrn Wurmser überprüfen. Ich bin aber geneigt zu glauben, dass die Erregung des Zeugen ihm ein falsches Bild suggeriert hat. Jetzt gehen wir zur dritten Strafkammer. Ja, da haben wir auch dessen, was an den Faden hängt. Ja, du, mir ist ganz heiß und kalt geworden vor lauter Aufregung. Wie bei deiner Kletterei in Bergen. Ach, red mir jetzt nichts vom Urlaub. Doch, da mal. Jetzt reden wir vom Urlaub. Aber von Judo, da versteht er nichts. Das weiß ich besser.